Mini ist entführt worden. Und was tut der Held von heute, der moderne Jump'n'Run-Held, wenn seine Prinzessin entführt ist? Ganz einfach, er sammelt erstmal Leben ein, bevor er sich auf die auf den Weg macht, seine treue Gefährtin und seine Geliebte zu befreien. Seine Prinzessin. Und das machen wir auch diesmal in der dritten Welt. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Der Sturm. As Mickey surveyed this new world, he noticed colossal storm clouds gathering in the skies. Hopefully the rain would hold off long enough for him to make it back to the castle. Ja, hoffentlich regnet es nicht, denn meine Haare sind gerade so schön gemacht. Und das war's im Henker, da bricht einfach mal die alles so ein. Kann man drauf springen, ist ja lustig. Da kommt auch schon ein Pilzchen an. Kann ich hier ein bisschen höher springen? Nee. Ah, guck mal, da kommt noch ein Pilz. Wo ich natürlich typisch für mich einfach mal so reinspringe. Was passiert denn, wenn ich hier runterspringe? Drücke wiederholt A, um schneller zu springen. Ah, also quasi ein Wasserlevel. Hey, da wollte man nicht. Hallo? Ich springe gleich nochmal rein und schau mal gerade, komme ich da lang? Nee, da ist eine magische Wand. Hey, Knobberviech. Also, warum gibt es eigentlich immer Trock? Also, Knobberviecher würde ich sagen, Knochen, ihr Fische? Hier gibt es also keine lebendigen Fische, sondern nur tote Fische. Die kriegen bestimmt auch wieder ein, oder? Und da sind wir halt mal gekonnt an den, Murmeln, was auch immer es jetzt ist, vorbeigeschwommen. Was haben wir hier oben? Ah, da kommen wir nicht hoch. Ist wieder irgendwie zu. Was ist hier? Hallo? Nein, auch nicht. Aber hier unten geht's noch weiter, oder? Und wir sind wieder eingesogen worden, aber wo kommen wir jetzt raus? Hey, da war noch was. Da war noch was. Ich hab's gesehen. I have seen it. Ich bin schwer dran vorbeigesprungen, ich Trottel. Ja, ja. Ah, okay. Ich glaube, wir haben jetzt eine Federmaus. Hallo. Hallo, Mäuschen. Mäuschen. Mäuschen, drehst du um? Dreh um, Mäuschen. Nein, dreh nicht um. Mäuschen. Das ist aber ärgerlich. Hallo? Dreh um, Mäuschen. Da dreht sie um. Wie soll ich denn? Ah. Und ein Lebanus Awards. Denn ich mag Leben und ich möchte das Leben haben und ich möchte diese komischen Kugeln hier haben. Und diesmal haben wir es geschafft, meine Freunde, die Kugel einzusaugen. Und da kommt noch mehr. Ach, jetzt sind wir nach unten gesaugt worden. Ach, da war jetzt so, ich wollte einfach da oben springen, muss ich mir jetzt drauf. Deep underground. Mickey wondered what sort of subterranean strangeness he was about to encounter. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Und jetzt? Das sieht zumindest aus wie das Ohr hier. Also das Ohr hier, aber das ist doch nicht das Auge, oder? Ach, das ist das rechte Auge. Das rechte Auge. Und dann das linke. Ach so, wir müssen... Ah, okay. Das ist falsch. Hallo? Aber warum? Ach, war das Auge? Nee. Jetzt? Nö. Hä? Ich verstehe doch nicht so ganz. Was müssen wir machen? Das Auge ist ja auch falsch rum. Ist das hier? Ah, okay. Jetzt haben wir jetzt Ohren und die Augen. Was heißt, uns fehlt quasi noch oben der Kopf und der Mond. Das muss eigentlich das hier sein, oder? Geschafft! Gebaut. Das ist richtig cool hier mit dem 3D-Level. Wäre es, wenn wir nicht in das Loch springen würden. Und da sind wir wieder im 2D unterwegs. Wow, this place is huge! This place is huge! Gefällt mir. Und ich glaube, jetzt kommt das Wasser wieder aber wegen schneller und springen auf die andere Seite hier. Da will ich rauf. Da will ich rauf. Und da kommt noch was. Und ich springe halt immer über die Fische raus.
Oh, das war doof. Achso, wir sind gestorben. Hier. This place is huge. Natürlich ist es Place. Ah, da geht's auch noch weiter. Mäuschen, bleib hier. Ach, wieder ein Teil einer Schlossstatue. Also ich habe gehört, pro Level oder pro Akt? Was, wie war das jetzt gemeint? Wisst ihr das, meine Freunde? Bleib hier. Ah. Mäuschen, komm zurück. Ich will hier rauf. Ich will doch rauf. Ich glaube, da müssen wir sowieso lang. Mäuschen. Mäuschen ist wieder da. Aber schön, dass man wenigstens das Leben nur sammeln kann. Verliert man auch nichts. Weg da. Jetzt wollte ich nicht mehr haben, Mäuschen. Jetzt möchte ich deine Freunde, die Fische haben. Nee. Risk time not. Komm. Boah, das Wasser hier. Die Kloake, oder was ist das hier? Ah. Da geht's noch weiter runter. Ein Leben. Und ein Diamante. Ich möchte trotzdem nochmal zurück, weil ich glaube, da hinten geht's. Oh, das war jetzt Glück. Mehr Glück als Verstand. Also auch hier, ihr seht, ein bisschen ein Ding der Unmöglichkeit, dass jemand im Sprung einfach mal, oder der Luft besser gesagt, einfach mal so stehen bleibt. Eigentlich müsste die Gewalt ihn weiterreißen. Beziehungsweise eigenes Gewicht sogar. Jetzt kommen wir nicht mehr dran, oder? An die Spielkarte. Ah, ich bin so doof. Springe durch Feinde, um sie zu besiegen. As Mickey swung past the giant carved duck, he remembered Donald's advice on adventures. Never have them. Ja, hab niemals Adventures, das kann nur von Mickey kommen. Von Donald kommen, sag ich schon. Von Donald kommen, ich sag schon Mickey. Ja, das ist ein extra Leben. Okay, also mit Schwung sind wir quasi so ein bisschen unbesiegbar, oder? Das war doof. Muss ich ehrlich mal mir auch zugestehen, dass ich manchmal doof bin. So, souverän gelöst. Ach, das können wir gar nicht beim ersten Versuch schaffen. Okay. Yay! Swung past the giant carved duck. He remembered Donald's advice on adventures. Never have him. Ja, das passt wirklich zu Donald und ich sollte natürlich nicht ins Loch anspringen. Ich sollte einfach mal hier weitergehen. Ah, ich bin so doof. Okay, ich warte jetzt ab, bis das Wasser hier kommt. Hallo. And it's going back. Wie komme ich auf die andere Seite? Tada, aber ich komme nicht dran, ne? Mann, ich komme nicht dran. Na komm, geh mal weg da. Ach doch, von da oben. Oh, das war jetzt knapp, würde ich sagen. So, jetzt in der Mitte. Ach doch, jetzt kommen wir doch dran. So, aber nicht. So, nein. Man nennt es auch Trottel. Jetzt warte ich aber, bis es kommt hier. Also wirklich. Nein. Also es ist nicht schwer. Ich der mich einfach nur total damit an. Wasser, komm. So, jetzt mal hier rüber. Nächste Wesley, komm, ich warte einfach. Nur mal sicher gehen und warten, bis es soweit ist. Und dann springen wir einfach mal rüber. Weißt du was? Ich scheiß auf die Teile und entschuldige mit der Ausdrucksweise, aber nein. Nein. Ich möchte den Sprungzeug da nicht nochmal machen, vor allem, weil falls wir dann wahrscheinlich sterben. Mickey wasn't sure just how deep underground he was,
but the next rainbow gem had to be there somewhere. Okay, hier haben wir so ein bisschen Ebbe und Flut drin. Da hoch möchte ich doch gerne, denn da ist noch ein Trüchen. Und da sind sogar 5 Steine. Oh, ich bringe natürlich genau in das Mäuschen rein. Da komm, ich bring dir auf den Kopf. Ich weiß, es tut dir weh. Aber ich have to be done. Okay, sind am Anfang nur so ein bisschen an den Füßen, deswegen noch kein wirkliches Problem. So, die 2 Orten möchte ich auch noch haben. Und dann würde ich mal sagen, geht's hier weit. So, achso, das war extra. Giant splash, Mickey plunged into the underwater depths of a creepy cave system, teeming with hungry skellyfish. Habt ihr gesehen, was da wie ein Vieh rumschwirrte? Also quasi so eine Art Seemenschen vom im Disney-Stil halt. Und deswegen gibt es ja nicht so wirklich Menschen. Ey, da waren noch Scheine drin. Guck dir mal an hier. The deeper Mickey went into the ruins, kommt das jetzt schon mal wieder? Hey. Geht doch, würde ich sagen. Ich sollte mich natürlich nicht runterreißen lassen. Ey. Aber ich denke mal, das sollte machbar sein, die alle zu kriegen, oder? Ja, guck mal, ich sollte mich halt nur nicht fangen lassen von denen. Weil dann ist es auch mal ganz geschehen. Aber lustig, dass immer dieselben kommen. So, zacki, 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 zacki. Jetzt gehen wir einfach unten mal weiter. Gibt es da unten noch was? Tatsächlich. Teil einer Schlossstatue. Es ist natürlich wirklich die Frage, ob es das Ding nur pro Level gibt. Oder wirklich pro... Oh, wir haben jetzt 3 Level. Das ist ja lustig. Ah, wir müssen darüber springen, oder was? Achso, das war's schon. Ah, ich muss wirklich sagen, das ist super gemacht. Was passiert eigentlich, wenn wir da unter Wasser geraten? Mäuschen. Oh. Achso, wir werden einfach nur nach links gespült. Ja, dann. Oh, das war jetzt knapp. Knappi, knappi, knapp. Da kommen wir so nicht dran, oder? Nee. Komm ich nah dran? Hallo? Weil da rechts ist ja nur das Kaputte. Oder kann ich von hier irgendwie springen? Ich glaube, da müssen wir so drüber springen und dann sind wir auch schon wieder unten. Aber das klappt da eigentlich alles ganz gut, oder? Da. Wenn wir halt aufpassen, uns von den Mäuschen nicht erwischen lassen. Ja, ich nenne sie Mäuschen, sind halt Fledermäuse, ne? Aber ich mag hier... Oh, eine Chilischote. Was sind denn Chilischoten? Da, guck mal, da geht's auch noch weiter. Das ist ja ein richtiges Truhenfest hier. Da hätte auch Onkel Dagobert seine Freude, wenn er so viele Diamanten bekommen würde. Ja, ja, ihr wisst ja. Da war noch eine Tür. Da war noch eine Tür. Hab ich doch gesehen. Hab ich gesehen. So. Ah, nee, doch nicht. Sah nur so aus. Ich hab's gesehen, aber es sah nur so aus. Da geht einfach mal die Tür zu. Und wir sind direkt unter Wasser. Finde ich jetzt sogar sehr lustig gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ach, das ist so zeitweise da. Okay. Dann machen wir hier mal eine Pause. Oh, ich kann nicht weiter Wasser. Ich mache eine kleine Mini-Pause. Und es geht weiter. So, nächste Pause würde ich sagen. Yay. Ich muss sagen, wirklich cool das, oder? Auf die Maus, Mickey. Okay, klar, über das Wasser kann man sich streiten. Das ist schon das Exit. Aber naja. Akt 3, Springer Feinemann. Everything quaked and creaked. Mickey darted hither and yon for safety, but found none.
Suddenly, the entire chamber flooded. Had our hero's luck finally run out? You see, this was the lair of the third Master of Illusion. Und da kommt der Fischmensch. Was machen wir mit dem Fischmensch? Hallo? Was muss ich mit ihm machen, mein Freund Fischmensch? Hä? Jetzt macht er irgendwas. Und nu? Warst du das jetzt weg? Da. Bang. Ach so. Ach, der hat auch mal jetzt mehr als die anderen, oder? Hat der jetzt 6, ne? Sehe ich das richtig? Der hat 6 und ich hab nur 5. Was Mickey seeing double? No, there truly were 2 of them. Und wir sind gestorben. Peinlich, aber naja. Kann ich das überbrechen? Level fortsetzen, Level neu starten, bla bla bla. Also, nö. Müssen wir also halt leider sehen. Ja. Jetzt brauche ich gerade nicht so die Klappe halten, mal. Das kann ich ja schon. Weil diesen komischen Wasser-Äffchen-Monster-Typen. Sieht ein bisschen aus wie eine Plastikspielfigur, oder? Na gut, da kann man ja jetzt relativ einfach noch ausweichen, fällt mir so gerade auf. Wenn man halt nicht so ein bisschen trottelig ist wie ich, dann klappt das Ganze auch. Boah, kann er eigentlich von den Tremmern zersplittet werden oder passiert das nur mir? Und wir sind wieder unter trockenen Füße. Der macht das so ein bisschen das, was der Baum auch mal, oder? Bam. Das heißt auf die Nuss. Und deine Freunde, die jetzt kommen, kriegen auch eins auf die Nuss. Das wisst ihr ja. Ich gebe Leuten immer eins auf die Nuss. Was Mickey seeing double? No, there truly were 2 of them. Und danach kommen auch schon 3 gleichzeitig, sehe ich gerade. Weil ihr seht da unten die Symbole. Ich glaube, das ist die Anzahl der Viecher, oder? Und ich habe mich treffen lassen. Das finde ich auch sehr schlau. So, der erste ist weg. Jetzt kommt der zweite. Wenigstens kommt ihr alle hintereinander. Pop. Und auch der ist weg. Und lass mich raten, jetzt kommen die 3 Brüder. Die Brüder Wassermensch. White? Emma White! I am White! Mickey wondered if there were an entire gang of these green-killed guppies. Nein! Jetzt haben sie mich erwischt. Jetzt dürfen sie mich auch nicht mehr erwischen, weil dann ist es wieder vorbei. Aber ich glaube, das Wasser geht jetzt. Hallo? Ach, sie gehen alle in dasselbe eine Loch, oder was? Woo! Okay, es ist jetzt nicht. Oh, wird die schneller? Woo! 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 At last, the yellow rainbow gem. Reward indeed for such courage and cunning. Mickey thought of Minnie. Once he had all the gems. Miserabelle was surely shaking in her boots by now. Mickey had the 3rd rainbow gem, and he was determined to get the other 4. Ja, noch 4 Steine erwarten uns. Aber wie wir die nächsten bekommen und was uns da überhaupt erwartet, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, euer Mascha.